Herzlich willkommen in Frankfurt an der Oder. Wir befinden uns heute vor der Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Halle, dem Hauptsitz des Brandenburgischen Staatsorchesters. Heute haben wir die Möglichkeit, die Probe des Orchesters zu besuchen und somit Einblick in die Produktionsprozesse eines klassischen Orchesterkonzerts zu bekommen. Viel Spaß! Es ist einfach toll, jeden Tag anderes Repertoire zu spielen, jeden Tag andere Herausforderungen zu haben, öfter mal die Dirigenten auch zu wechseln, gerne mal andere Kollegen nebendran sitzen zu haben. Man macht einfach nichts jeden Tag so wie gestern, wie heute, wie morgen. Es ist immer was anderes. Man kommt viel rum. Wir sind sehr viel in Brandenburg unterwegs hauptsächlich. Und ich denke eigentlich, es ist der schönste Beruf der Welt. Hallo, mein Name ist Chong Won. Ich spiele im Brandenburgischen Staatsorchester seit 11 Jahren Violine. Und ja, das Orchester bedeutet mir mittlerweile wirklich sehr viel. Ohne Musik kann ich mein Leben überhaupt nicht vorstellen. Und einfach das Gefühl, dass ich mittendrin in dem großen Orchester, 80 Leute, da Musik machen kann, das ist schon eine sehr emotionale Sache. Wir spielen ja auch hier Bernstein-Musik. Das ist ja so eine grobe amerikanische so Musik und natürlich da mittendrin. Ich finde es gut, dass ihr auch in dem Orchester mittendrin das erleben könnt, diese Freiheit der Musik. Ich bin der Dimitri Jorwell und ich bin der neue Solotrompeter im Brandenburgischen Staatsorchester. Man sieht jetzt, das ist unser Vorraum vor der Konzerthalle. Man sieht jetzt hier ganz verschiedene Kästen von verschiedenen Instrumenten. Da sind große Kontrabasskästen. Und hier ist der Harfenkasten, wahrscheinlich noch ohne Inhalt, weil die Harfe auf der Bühne steht. Das war unser kurzer Einblick in die Probenarbeit des Orchesters. Wer jetzt Lust bekommen hat, das Orchester nicht nur virtuell, sondern auch real und live zu erleben, findet die aktuellen Konzerttermine unter www.bsof.de.